Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kirsten. Kannst du mich hören? Ja, lieber Christopher, aber ich bin sehr verschwommen und eben hatte ich auch einen Aussetzer. Ich hoffe, das geht hier heute gut. Wir sprechen natürlich nur von Ton und Bild. Liebe Leute da draußen, euch auch einen guten Morgen. Kirsten ist nicht grundsätzlich verschwommen und hat nicht grundsätzlich einen Aussetzer. Das kann schon passieren. Ich kann dich beruhigen, hier bist du scharf und deutlich zu hören. Und wenn ihr da draußen das auch findet, dann gebt es doch kurz bekannt, dass wir hier gut zu sehen und zu hören sind. Wie ihr wisst, das ist immer die Sache mit live. Live ist eben live, wie es so schön heißt. Und einen wunderschönen guten Morgen in jedem Fall. Und natürlich an alle Mütter da draußen einen, wie sagt man da, grandiosen gesegneten Muttertag. Ja, also dieser eine Tag im Jahr, der reißt es natürlich immer wieder. Ich gehe da, glaube ich, jetzt nicht näher drauf ein. Ja, liebe Kirsten. Lass uns lieber über unser Thema Wir sprechen. werden ja feststellen, ob nicht vielleicht unser Thema irgendwas mit Mütterlichkeit zu tun hat, aber ich fürchte fast nicht. Ja, eigentlich schon, aber das verrate ich dann später. Es verrätst du später. Interessant, das bleibt also spannend. Ja, wunderbar. Einen guten Morgen an Erna, an Eva, an Erika, an Cordula, an Florian, an Pepeline, an Erna, nochmal Jessica, Florian, nochmal Anna, Lapis Lazuli ist wieder da, Christine ist dabei und ja, Ilona, Magdalena, das sieht doch gut aus. Das sind doch einige, die Super. uns zuhören. Und das freut uns natürlich besonders. Das Thema des heutigen Tarotgartens ist, ihr seht es im Hintergrund, der Wagen. Und ich habe natürlich, so wie ich mal bin, mich dumm gestellt und mir gedacht, ja, woran denkt denn der durchschnittliche Mensch, wenn er das Wort Wagen hört heutzutage? Vielleicht nicht unbedingt an einen roten Porsche, aber doch vielleicht an das, was in der Garage oder davor steht. Oder was meinst du, Kirsten? Also ich würde dann immer an einen schwarzen Jaguar denken, aber das ist halt mein Geschmack. Wenn man mich so fragt, ich bin ja so überhaupt kein Automensch. Ne? Ich habe kein Ich auch nicht. Auto, ich hatte noch nie eins. Ich lebe hier mitten in der Stadt, brauchte keins. Und deswegen fällt es mir immer schwer zu denken, woran denke ich denn, wenn ich an einen Wagen denke? Und ich habe dann, als ich diese Präsentation zusammenstellte, tatsächlich ist mir das Erste, was mir einfiel, Porsche. Ich kann dir nicht sagen, warum. Passt du überhaupt nicht zu meinem Charakter eigentlich? Ne? Wird der nicht in der Gegend von München produziert? Ich kenne mich da ja auch nicht so aus, Um aber mir ist Gottes so. Willen, liebe Kirsten, in München wird natürlich nur der BMW produziert. Ach so, Verzeihung, natürlich. Solide bayerische Wertarbeit, alles klar. Genau. Aber Porsche ist für mich so der Inbegriff von Wagen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen, Christine meint den Aston Martin in Ivy Green. Also ich sehe schon, da sind schon einige. Sagt uns doch mal ganz ge geschwind, an welchen Wagen im Sinne Ich eines fahre Satzes den ihr denn Wagen denkt. vor. Genau. Also ich denke dann vielleicht wirklich beim Wagen eher jetzt gar nicht an BMW komischerweise, sondern eher an sowas, wie hießen denn diese Autos, die waren mal eine Zeit lang modern, super unbequem, sahen aber aus wie so englische Taxis. Wie hießen denn die? Die fand ich cool. So, weil so ein bisschen was so, das hatte so was, ja, was Veraltetes. Also ich hatte immer ein Moped, war damit sehr glücklich und lassen wir es doch einfach bei der Wagendiskussion. Aber ich sehe, das bringt die Leute hier in Wallung. Ja, natürlich. Der Florian denkt zwar an den Heuwagen. Porsche Kommissionär von Stuttgart. Danke, Christine, du rettest uns. Und die Den Erna denkt an den Kinderwagen. Kinderwagen. Also ich sehe schon, die Assoziationen sind nicht schlecht. Ja, und spannend, vielleicht kommen wir auf das eine oder andere ja auch noch zurück. Wir wollen natürlich heute Ja. den Wagen aus der Perspektive des Tarot beleuchten. Und da haben wir natürlich ganz andere Vorbilder erstmal. Ne? Und deswegen fahre ich mal fort mit dem nächsten Wagen, an den ich vielleicht auch denke. Ich fahre mit mein Fiaker. Genau. herzlichen Dank. Sollten wir dich lieber in Ruhe bitten, ein bisschen Österreichisch zu sprechen? Ja, ich weiß, ich sollte es nicht tun. Wenn das dein Mann hört, er wird Genau. stolz auf dich sein. Genau. Nun ja, wir sehen natürlich eine Szene aus Wien. Fiaker ist natürlich ein Pferdewagen. Da hätte man jetzt jedes beliebige Bild nehmen können. Aber wenn wir an die Tarotkarte denken,
bis auf ein paar Ausnahmen, die werden wir ja noch sehen, die eher modern sind, aber ursprünglich ist sicherlich ein von Pferden gezogener Wagen gemeint gewesen. Modern kommen sie eigentlich in den Städten vor, jetzt so wie hier in Wien. Das glaube ich gleich am Stephansdom, wo die Fiaker stehen, die man dann, in die man dann sich mieten kann. Aber ich weiß nicht, Kirsten, geht das schon so? Hat das schon was mit unserem Wagen im Tarot zu tun oder ist das einfach nur eine hübsche Erinnerung? Also wenn Wagen, dann sicher eher ein Streitwagen oder ein Wagen, der in irgendeiner Form von Tieren gezogen wird. Das geht schon in die richtige Richtung. Ja. Apropos Streitwagen, Ramses II. Hat also schon tatsächlich einige tausend Jahre vor uns sich mit einem Streitwagen verewigen lassen. Und da sehen wir eigentlich etwas, worum es wahrscheinlich bei der Idee des Wagens im Tarot eher gehen dürfte, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf du abhebst, lieber Christopher. Hm. Aber auf jeden Fall sehen wir hier eine sehr starke Zielgerichtetheit, ne? Und auch einen Bogen, der gespannt wird, das Pferd, das sehr dynamisch nach vorne geht, sind sogar mehr Pferde, ne? Man sieht aber nur eins. Und das ist definitiv ein Thema des Wagens. Fokus, Zielgerichtetheit. Wobei ja, wenn ich mich recht erinnere, bis auf ein paar Ausnahmen, auch frühe Ausnahmen, der Wagen im Tarot immer von vorne dargestellt wird. Ne? Ja, genau. Mhm. Seitwärts kenne ich ihn tatsächlich auch nicht. Nein. Ich habe, glaube ich, eine Visconti-Darstellung, die habe ich aber dabei. Da ist es auch eher seitlich, aber ansonsten ist es eher von vorne, sodass man sagen kann. Ja, bei Visconti ist es von der Seite, ja. Und so im Normalfall ist es so, der Wagen rollt quasi auf uns zu. Ja, das ist sozusagen, wir sind dann letztendlich möglicherweise das Ziel. Wir als Betrachter. Das könnte gut sein, ja. Oder wir sollen mit ihm als Spiegelbild in Verbindung gehen, wäre auch eine Möglichkeit. Oder es besteht die Gefahr, dass wir von ihm überrollt werden. Was mich ja an die Idee erinnert, kommt mir jetzt, dass der Wagen jetzt in der hinduistischen Tradition ja auch als Symbolik für den Körper gesehen wird und der Wagenlenker als Seele, also Seele und Körper. Das ist jetzt schon eine Interpretation. Und es gibt einen Gott, Jagannath, einen hinduistischen Gott, da wurde dann eben so ein Triumphwagen, die Karte heißt ja auch auf der Triumphwagen gezogen, und als eine Art Opfer haben sich die Leute davor geworfen, um sich von den Rädern überrollen zu lassen. Hat auch eine gewisse Erotik, ja. Ja, also insofern denke ich mal, auf uns zukommen, es könnte auch die Frage sein, wollen wir uns vom Wagen überrollen lassen? Sitzen wir auf dem Wagen? Fahren wir vielleicht mit oder sind wir nur Zuschauer in einem Triumphzug? Ja. Kirsten, ja, du hast doch gleich schon ein Bild von vorne gezeigt. Ne? So kann man sich fühlen, wenn man beim Wagenrennen unterwegs ist. Ihr seht hier den unglaublich attraktiven Charlton Heston in der unglaublich inzwischen sehr lustigen Version von Ben-Hur. Ich weiß nicht, ob ihr das gewisst, die Geschichte, ich liebe die sehr. Es gab ja in den 90er Jahren gab es einen Film, eine Dokumentation, die hieß Coming Out of the Closet. Und da wurde zum ersten Mal so darüber gesprochen, wie Schwule in Filmen behandelt werden oder Homosexuelle. Und da wurde Ben-Hur gerade dieser Film herausgehoben. Man hatte nämlich Stephen Boyd, der den Masala spielt, der jetzt gerade quasi mit Charlton Heston kämpft und vom Wagen überrollt wird. Ne? Dem hatte man gesagt, pass auf, du spielst jetzt die Rolle, als seist du schwul. Und alle sagten aber, sag es nicht, Charlton. Wenn man daraufhin so die Szenen zwischen den beiden ansieht, ist das total lustig, weil Charlton guckt wirklich immer extremst irritiert, während Stephen ihn immer so. Und was sollte das bewirken, dass eine gewisse Erotik reinkommt, oder wie? Die Leute, die Ben-Hur diese Version gemacht haben, also Charlton Heston wollte diesen Film unbedingt spielen, ihr seht, ich habe mich damit beschäftigt, mit der Materie. Der war schon 20 Jahre vorher von denselben Leuten verfilmt worden als Stummfilmvariante. Und sie fanden das Thema extrem langweilig und dachten, so können sie etwas Pep hineinbringen. Ah, interessant.
für die damalige Zeit doch durchaus gewagt, würde ich mal sagen, oder? Allerdings, Und wann ist allerdings. der Film, weißt du das? Der ist aus Ungefähr? den frühen 60ern. 60er. Also es gibt wohl Schwarz-Weiß-Varianten davon und dann auch kolorierte. Das ist, glaube ich, noch ein kolorierter Farbfilm, ne? Sie haben den Stummfilm noch mal neu aufgelegt. Ich glaube, das war so vor 10 Jahren oder so, dass sie ihn noch mal rausgebracht haben. Und wir schweifen ab. Wir sind hier ja gar kein Film. Ja, so ist es. Aber man muss ja ein bisschen den Hintergrund dieses Bildes verstehen. Aber was hat jetzt nun zum Beispiel das Wagenrennen von Ben Hur möglicherweise mit unserem Tarotwagen zu tun? Ja, also Wagen, ihr seht es ja, ich habe mich heute auch in meine Sportklamotten geworfen, ne? Wagen, der Wagen hat auch immer was mit Wettkampf zu tun, mit Sportlichkeit, mit, mein Sohn würde sagen, mit Erster sein. Das ist den Wagentypen, ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin ein Wagen, das ist denen wichtig. Wieso bist du ein Wagen? Meine Wesenskarte ist ein Ah, Wagen. okay. Da glaube ich, gibt es ja ein Video zum Thema Wesenskarten bei euch auf dem Kanal der Mantiker, ne? Da könnt ihr dann Genau, mal stöbern. ganz genau. Ja, gut, dann schauen wir mal weiter. Auch dies fiel mir zum Thema Wagen ein. Ich hätte natürlich auch den wunderschönen Triumphwagen auf dem Siegestor in München nehmen können. Aber ich habe natürlich selbstverständlich für ein breiteres Publikum die Quadriga auf dem Brandenburger Tor genommen. Sehr schön. Und da ist ja die Ja, also. Siegesgöttin drauf, ne? Genau, ein Motto des Wagens ist halt auch immer alles auf Sieg, ne? Interessant, dass Viktoria oder Nike, ich glaube auf dem Brandenburger Tor ist es die Nike, abgebildet wird im Wagen, also eine Frau dann im Wagen. Und auch das finden wir ja auf der einen oder anderen Tarotkarte dann wiedergespiegelt. In München wird der Wagen übrigens am Siegestor natürlich von Löwen gezogen, hier von Pferden. Natürlich. Und ja, selbstverständlich. Und das soll auch daran erinnern, dass das Pferd nicht immer das einzige Zugtier ist, das wir auf den Tarotkarten finden. Aber ich glaube, ursprünglich war es wohl immer ein Pferd, oder? Kann man das sagen? Ja, zwei Pferde sogar, glaube Zwei ich, Pferde. weil sonst gehen wir Richtung Florians Heuwagen. Genau, richtig. Genau. So, dann habe ich mir mal überlegt, gehen wir mal ins Mythische hinein. Wir waren ja schon bei der Siegesgöttin Nike oder Viktoria, die eben auf dem Wagen reitet. Oft sind es ja vier Pferde, die vorangehen. Manchmal sind es nur zwei Pferde. Drei Pferde oder nur ein Pferd sieht man seltener, finde ich, also in solchen Kontexten. Und ein Wagen, der natürlich uns einfällt, wenn wir an die Mythologie denken, ist der Sonnenwagen. Und hier sehen wir aus dem Nymphenburger Schloss, aus dem steinernen Saal, das Deckengemälde, in dessen Mitte eben Apollo auf seinem goldenen Wagen von zwei Schimmeln gezogen über den Himmel reist. Ihm voran die Göttin Aurora, die Morgenröte, und er bringt natürlich das Licht. Und unten am Rand seht ihr sogar noch die Iris, die Göttin des Regenbogens, sitzen. Also hier wird schon mit dem Gedanken Licht gespielt. Und ja, aber dieser Sonnenwagen ist, glaube ich, mythologisch der wohl bekannteste Wagen. Oder fällt dir noch irgendein anderer ein? Nein. Nicht, gell? Also ich habe echt überlegt, gibt viele Sagen und Legenden dazu, das ist sicherlich nicht nur etwas, was aus der griechischen Mythologie kommt, sondern tief in die Vorstellung der Menschen, wie ich werde nachher noch was zeigen, dass es bis in die Bronzezeit zurückgeht, dass Gestirne auf einem Wagen über den Himmel gezogen werden. Diese Vorstellung finden wir also überall auf der Welt. Ja, das ist etwas, was wir finden in Japan, in China, also im Fernen Osten, bis hin eben in unsere Gefilde. Das scheint also wirklich ein übergeordnetes Thema zu sein. Ja, Entsprechend und findet man, die ja. Planeten sind ja auch benannt nach Gottheiten, ne? Aber die Alten, die sich das vorgestellt haben, dass das Götter sind, haben sich auch das eher als das Gefährt der Götter vorgestellt und nicht so sehr als die Gottheit selbst. Ja, das ist Was ja wieder darauf hinweist, dass einen Wagen zu haben, der von Pferden gezogen wurde, sicherlich etwas sehr Privilegiertes war. ja. Und etwas, was wir kennen das ja von den Triumphzügen.
Manchmal heißt der Wagen ja auch der Triumphwagen. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Ja. Und diese Triumphzüge, dieses, dass man weg, wir kennen das ja natürlich auch vom Karneval, da kennen wir das natürlich auch, ja. Da haben wir auch diese Wagenumzüge. Da habe ich jetzt kein Bild mitgebracht. Wäre aber auch interessant gewesen. Aber noch ganz kurz, bevor ich auf den Gedanken zurückkomme, nochmal hier, was wir hier sehen, ist dann aus der nordischen Mythologie, also eine Entsprechung. Wir sehen Sol, die Sonne und Mani, den Mond, auch wiederum auf Wägen, die von Pferden gezogen werden und verfolgt werden von Wölfen. Und diese Wölfe, die drohen immer Sonne und Mond zu verschlingen. Wenn sie ihnen sehr nahe kommen und drohen, dann gibt es eben Sonnen- und Mondfinsternisse. So ein bisschen wie Apophis in der Ja, ägyptischen Mythologie. wobei es eben hier sich um etwas handelt, was wirklich zum Alltag gehört. Also das ist, diese Wölfe laufen ihnen immer hinterher, sind immer gierig danach, sie zu. Und es, manchmal gelingt es ihnen auch. Und soweit ich weiß, im Ragnarök, in der Götterdämmerung, werden Sonne und Mond tatsächlich verschlungen von den beiden. Spooky. Ja, und ich weiß nicht, ich dachte mir, vielleicht ist das ja auch etwas, was bei den Tarotkarten durchkommt. Ich meine, auf der einen Seite, man will der Erste sein, aber auf der anderen Seite flieht man vielleicht nicht auch mit dem Wagen vor etwas. Ich frage nur. Nee, würde ich jetzt persönlich nicht so sagen. Aber da kommen wir drauf zu sprechen, denke ich, wenn wir uns dann die Karten ansehen. Okay. Da, wie versprochen, ein Bild aus der Bronzezeit. Das ist der Wagen von Trundholm. Und ja, der stammt ja aus der nordischen Bronzezeit, circa 1400 vor Christus, ist in Dänemark gefunden worden und ist eines dieser typischen Beispiele dafür, dass ein, also weltberühmt natürlich, wie dieses Motiv des Wagens und des Sonnenwagens, also bis in viele Jahrhunderte, ja, Jahrtausende vor der Darstellung, der mythologischen Darstellungen eigentlich auch weit verbreitet war. Man ist sich bei dem nicht so ganz im Klaren darüber, bei diesem Motiv, es ist ja auch jetzt nur ein Pferd zu sehen, man sieht diese Räder, man sieht die Sonnenscheibe, man weiß nicht genau, wozu dieser Wagen eigentlich gut war, vielleicht war es ein Opferwagen, man hat ihn auch in einem Moor gefunden, in einem. Also insofern, viele Rätsel gibt es auf, aber relativ eindeutig ist das die Sonnenscheibe für meinen Begriff und dann eben auch ein Motiv mit dem Pferd, wo es mit dem Pferden von einem Pferd gezogen wird. So, dann haben wir hier, gehen wir wieder in die Mythologie zurück, den klassischen Wagen, die klassischen Triumphwagen. Es gibt so ein Motiv in der Kunst, das ist Mars auf dem Triumphwagen. Und da haben wir ja dieses Thema mit Ramses hatten wir schon, den Krieger. Ja, jetzt haben wir hier Mars, Ares natürlich. Es gibt da so einen Gedanke, der damit zu tun hat, dass natürlich ein Wagen nicht nur aus Pferden besteht, sondern natürlich auch aus dem Wagenlenker und natürlich auch muss er Räder haben. Und das Thema Rad haben wir natürlich später nochmal beim Rad des Schicksals, aber möglicherweise wird es hier schon vorweggenommen. Denn dieser Mars und dieser Ares, der war ja ursprünglich ein Fruchtbarkeitsgott, ein Frühlingsgott in der römischen Mythologie und möglicherweise einer, der zum Beispiel jedes Jahr im Frühjahr neu geboren werden musste und durch die heilige Hochzeit mit der Göttin gewissermaßen sein Re Anrecht darauf, die Fruchtbarkeit im Land zu verkörpern, darstellen musste. Er war so eine Herrscherfigur vielleicht auch. Ja. Also und daher das Rad, darauf will ich hinaus, das Rad des Jahres vielleicht auch, dass da auch schon ein Wandel und ein Wechsel angedeutet wird. Ja, also Mars ist definitiv eine Kraft, die ich mit dem Wagen verbinden würde, auch wenn sie einer anderen Konstellation zugeordnet ist, die Karte und das Rad. Ja, also ein Thema ist sicher beim Wagen, das eigene Schicksal zu meistern, ähnlich wie wir das bei Magier haben. Hier, die Anna schreibt ja auch noch, der Wagen kann auch imposante Kraft und Überlegenheit verkörpern, zum Beispiel einen Brauereiwagen vor mehreren Kaltblutrössern
gezogen mit den klappernden Geschirrgedöns. Das Gedöns finde ich besonders schön, Anna. Ja, genau. Also einfach Lärm machen, wie wir es vielleicht auch dann bei den Karnevalszügen kennen oder bei den Christopher Street Day Umzügen, ne? Das einfach auf sich aufmerksam machen kann definitiv auch das sein. Da fallen mir auch die Rennwagen ein, ne? Oder dein Porsche, der gerne an einer Ampel steht und ordentlich aufs Gas drückt, Kann man nicht bevor sagen, er dass der losgeht. Wagen auch so die Phase der Jugend ein bisschen verkörpert? Also dieses das Marsische, das so ein bisschen Rücksichtslose und hinaus in die Welt und ich erobere mir mein Leben. Ist das so ein bisschen, was da hinten schwingt und weswegen da auch gerne der Mars mit in Verbindung gebracht wird? Ja, auf jeden Fall. Und Birgit erinnert hier an den Wagenlenker von Delphi, den ich persönlich nicht kenne, muss ich gestehen. Der hat offensichtlich auch viel mit Entschlossenheit und Fokussierung zu tun. Ja, das ist definitiv ein Thema des Wagens. Ein Thema, was vielleicht noch mit Mars gut in Verbindung gebracht wird, also gerade mit Ares eher vielleicht als mit Mars, ist, dass Mars ja eher handelt als denkt und auch so vom Rausch überfallen wird. Und das ist definitiv auch ein Thema. Also wenn die Wagen eine große Schwäche haben, dann ist es ihre Ungeduld. Man spricht ja auch vom Geschwindigkeitsrausch. Da passt dann der Ja. Porsche auch wieder. Also Ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wie gesagt, kein begnadeter Autofahrer. Aber es gab eine Zeit lang, da musste ich viel Auto fahren und bin regelmäßig nach Nürnberg gefahren und hatte ein recht zügiges Auto für die damaligen Verhältnisse. Und habe das dann schon mal versucht auszureizen. So ganz gegen mein natürliches Empfinden. Ich bin kein Geschwindigkeitsfreund, aber in Geschwindigkeit zu sein. Und dann gibt es so einen Moment, wo du das Gefühl hast, du wirst jetzt von diesem Gefährt getragen, aber eigentlich hast du gar nicht wirklich die Kontrolle. Na, wenn jetzt irgendwas passiert und trotzdem der Kick, der dabei ist, ich muss zugeben, ich bin da ganz schön über die Autobahn geheizt. Der berühmte Titanic-Moment. Ist das so? Das ist natürlich, es ist ja entsetzlich, was für Filmassoziationen du Es hast. tut mir Ich leid, kam mir aber du jetzt, hast also angefangen. ich mag diesen Film Titanic ja gar nicht und schon gar nicht Ich diese fand ihn Stelle. grottenschlecht, ja, aber es ist halt in Aber die ich fühlte mich in meinem Geschwindigkeitsrausch auf der Autobahn nicht wie hieß sie? Kate Winslet und Leonardo Kate DiCaprio. Winslet, hast du gerade gesagt? Winslet. Entschuldigung. Oh, darüber reden wir noch mal. So. Also ich fühlte mich jetzt nicht so in einem romantischen Moment. War schon sehr stressig. Also, und ich glaube, beim Wagen ist das irgendwie so ein bisschen immer mit drin. Man reizt was aus, es ist stressig, es ist Adrenalin, es ist aber auch der Rausch. Also ich glaube, dass da viele, viele Komponenten eine Rolle spielen bei diesem Wagen. Wir werden aber gleich sehen, warum das nach den Liebenden kommt. Also ich bin da schon sehr gespannt, wie da der Zusammenhang ist. Sammeln wir einfach noch mal ein bisschen weiter an Bildern. Ich habe hier aus dem sogenannten Splendor Solis, einem frühneuzeitlichen Werk oder neuzeitlichen Werk, aus der Alchemie wunderschön illustriert. Ich kann leider jetzt da nicht viel mehr dazu zeigen, es würde zu weit führen. Aber da finden wir an so großen Bildtafeln, das ist in der Regel nicht beschriftet, finden wir oben drüber, und ich habe drei Beispiele gefunden, eben zu jeder Stufe der Alchemie, des großen Prozesses, immer wieder die passende Gottheit, und auch die wird auf einem Triumphwagen dargestellt, gezogen von passenden Tieren. Also unten sehen wir zum Beispiel den Merkur sitzen, der wird von Hähnen gezogen. Dann in der Mitte sehen wir die Juno, nee, das ist Jupiter, der wird von Pfauen gezogen. Und oben sehen wir die Venus und die wird von, ja, ich denke, das sind Tauben. Tauben vielleicht, das könnten auch Spatzen sein, ich weiß es nicht genau, gezogen. Also auf einem Wagen sitzend, ein Attribut des Göttlichen, würde man auch hier wieder sagen. Und in der Alchemie deutet es eben auch an, man ist in einem Prozess. Also etwas geschieht. Und das heißt, ich bin in Bewegung. Und in Bewegung sein ist ja mit ein Schlüsselmoment im alchemistischen Werk. Wenn ich mir so vorstelle, ich sitze da in meinem Labor, ich muss da ja ununterbrochen irgendwelche Titelchen von links nach rechts und ich muss genau den richtigen Zeitpunkt abpassen. Also ich darf da nichts versäumen.
Das ist ja, vielleicht ist das das, was mit dem Wagen verkörpert wird. Ich weiß nicht, ob du da noch nähere Informationen hast dazu. Nein, also Alchemie ist ja eher dein Perfektionsgebiet als meines. Ich kann damit aber etwas anfangen, was du sagst. Sehr schön. Schauen wir mal, ob du damit was anfangen kannst, Kirsten. Oh, gleich in der falschen Reihenfolge, sehr schön. Das hatte Be Bequemlichkeitsgründe. Gut. Also, du hast es ja schon angespielt, das Rad, ne? Du hast schon darauf angespielt. Wir haben letztes Mal über die Liebenden geredet. Wenn wir jetzt nochmal rückwärts gehen und beginnen, Narr, Magier, Hohe Priesterin oder Päpstin, Herrscherin, Kaiserin, Kaiser, Herrscher, Hohe Priester, Papst, Hierophant, wie wir immer auch es nennen. Wir haben da immer so eine Steigerung. Es sind erst immer nur einzelne Personen, ne, die praktisch so als Archetypen uns präsentiert werden. Dann kommt der Hohepriester, wo dann zwei Adepten unterhalb von ihm zu sehen sind. Und bei den Liebenden haben wir jetzt eine Struktur, wo auch wieder drei Personen zu sehen sind, jedenfalls in der älteren Variante. Und die sind aber jetzt gleichberechtigt sozusagen. Und es ist ein Moment wie so ein Stillleben. Haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Es ist ein Moment, wo es darum geht, ja oder nein, um zu etwas zu sagen, verbindlich zu werden, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und der Moment des Wagens ist dann halt der, in dem die Entscheidung getroffen wurde und die Dinge in Bewegung kommen. Von jetzt an ist Bewegung im Spiel. Das heißt, es gibt dann auch natürlich immer wieder Karten, die nur eine einzelne Situation darstellen, weil es sind ja auch Bilder. Aber gerade beim Wagen sieht man sehr, sehr deutlich, dass da sich etwas bewegt. Das liegt jetzt hier in diesen ganz alten Karten nach dem Modell Marseille. Das werden halt, es wird von Pferden gezogen, dieser Wagen noch, genau wie wir es jetzt auch mehrfach schon gesehen haben. Aber auch hier sehen wir schon angedeutet, dass ein Pferd dunkel und ein Pferd hell ist. Mit dieser Polarität wird dann immer wieder gespielt in weiteren Varianten dieses Bildes. Und da geht es halt darum, dass der Wagen halt wirklich die Kontrolle darüber haben muss, also der Wagenlenker, muss ich jetzt sagen, diese Polaritäten, die immer die Konsequenz auch einer Entscheidung sind, ja, oder meinetwegen auch eines Kompromisses, zusammenzuhalten, um voranzukommen. Also. Man sagt ja manchmal, dass das dunkle und das helle Pferd sowas für die Polarität Tag und Nacht zum Beispiel steht oder etwas Ähnliches. Ich möchte aber nochmal auf den Wagenlenker zu sprechen kommen, den wir ja hier in diesem Tarot de Marseille als ja königlich dargestellt sehen. Er ist ein junger König, könnte man vielleicht sagen, hat auch ein Zepter und eine Krone auf, ist in der Rüstung, die Schulter. Patten, die sind irgendwie wie so mit kleinen Gesichtern ausgestattet, die fast mondhaft wirken. Ja, das erinnert natürlich an so Triumphzüge, wie wir sie auch aus dem antiken Rom zum Beispiel kennen, wenn also der Feldherr siegreich in Rom einkehrt, dann wird er natürlich gekrönt. Er hat einen Lorbeerkranz, der ihm über das Haupt gehalten wird und die Menge jubelt ihm zu. Während aber gleichzeitig, das sieht man hier auf dem Bild nicht, häufig eine als tot verkleidete Gestalt neben ihm steht und ihm immer wieder zuflüstert, bedenke, dass du menschlich bist, ja, oder erinnere dich immer daran, dass du auch sterblich bist. Weil natürlich dieser Moment, auf dem Triumphwagen zu stehen und herausgehoben zu sein, natürlich auch zu Übermut führen könnte, oder wie soll man das sagen, oder zu Hybris, ja. Ja, also im Tarot ist das nicht so. Der Tod ist im Tarot mit dem Herrscher verbunden. Und im Tarot ist das die 16, der Turm, der mit dem Wagen in Verbindung gebracht wird. Und da ist die Hybris halt, wenn du nicht aufpasst, baust du im wahrsten Sinne des Wortes Unfälle. Dann bricht die Oder, da Achse, sind wir wieder bei ja. dem marsischen Prinzip, der Turm ist dem Mars zugeordnet. Vielleicht will der Wagenlenker ja genau auch etwas zerstören. Also der Wagen, der kann gut mit allen Jugendbewegungen in Verbindung gebracht werden.
sei es jetzt die Greta Thunberg-Bewegung oder auch alles, was mit Revolution zu tun hat, das hat was mit dem Wagen zu tun, ja. Also Black Lives Matter ist jetzt nicht unbedingt eine Jugendbewegung, aber auch da hat man halt eine Verbindung zum Wagen, während in der den Liebenden alles immer schön in der Schwebe gelassen werden soll, bloß nicht zerstört werden soll, ja, ist es im Wagen halt eine sehr radikale Energie, die freigesetzt wird und natürlich bewusst oder unbewusst auch was kaputt trümmern kann. Bei den Liebenden, wie es hier dargestellt wird, steht ja in der Mitte dieser junge Mann. Ist das eventuell der gleiche, der jetzt auf dem Wagen steht? Ich würde das so interpretieren. Wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, dass es oft so gesehen wird, dass er sich zwischen seiner Mutter, Muttertag, und seiner Geliebten entscheiden muss. Und in vielen Varianten wird der Wagenlenker auch als der Sohn der Verbindung von Herrscherin und Herrscher gesehen. Wir haben letztes Mal mehrere Bilder gehabt, wo es auch um die Eheschließung der beiden ging, wo es auch um eine Liebesnacht zwischen den beiden ging. Und er ist das Produkt dieser Liebe. Und er ist jetzt in dem Moment, das werden wir vielleicht bei anderen Karten noch ein bisschen besser sehen, wo er sagt, und jetzt erobere ich mir mein eigenes Königreich. Okay, also das ist so ein bisschen wie der Auszug aus dem Elternhaus. Genau. Und das passt natürlich jetzt sehr schön zum Muttertag. Du hast diese Monde angesprochen, die er auf den Schultern hat. Dieses Symbol wird später noch vertieft in weiteren Varianten. Das ist der Hinweis darauf, dass er das Kind seiner Mutter ist vor allem. Und die Karte ist auch dem Krebs zugeordnet. Wir können Spannend. also, für mich ist es so eine Bedeutung, dass er quasi am IC unten sitzt, dieser Wagenlenker, und jetzt hoch zu seinem persönlichen MC möchte. Dem entgegen steht ein bisschen, vielleicht auch gar nicht entgegen, aber anders dargestellt hier zwei Varianten des Visconti-Tarot. Da gibt es ja offensichtlich mehrere künstlerische Ausprägungen. Ich glaube, die bekanntere ist die rechte, die auf meiner Seite, die jetzt leider qualitativ nicht so gut erhalten ist. Aber wir sehen eben hier auch zwei Schimmel und einen Wagen, aber eine Frau, die darauf steht. Und auf der anderen Seite sehen wir es spiegelverkehrt. Was ich an der aber interessant finde, dass die eine Sichel in der Hand hält. Und da komme ich eben so ein bisschen auf dieses Thema nochmal des Todes zurück, des Sensenmannes. Aber vielleicht ist das auch überinterpretiert, denn wahrscheinlich wissen wir gar nicht so viel über die einzelne Bedeutung. Warum ist da jetzt eine Sense zu erkennen? Ich weiß es nicht. Also sämtliche Karten aus dem Visconti-Tarot, was ja eines der ältesten Tarots ist, die wir haben, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, die haben noch nicht so eine Geschichtenerzählung, wie wir es dann vielleicht schon ab dem Marseilla-Deck haben, ne? Und ich denke, dass sie wirklich sehr stark sich an Triumphzügen orientieren, wo es halt auch immer eine Siegesgöttin gab, die durch die Straßen ging. Und eine Siegesgöttin hat auch immer was mit Verlierern zu tun. Denken wir an die Siegessäule in Berlin, ne? Die aus den Kanonenkugeln gefertigt wurde, Kanonen der Feinde, ne? Also die sind da überall aufgestellt um die Siegessäule herum, also als Schmuck sozusagen. Und das würde ich vielleicht damit in Verbindung bringen, dass die Siegesgöttin halt diejenigen niedermäht, die nicht auf ihrer Seite sind, und für andere bringt sie dann wiederum Ernte ein. Interessant, weil natürlich jetzt unter dem Aspekt, klar, wenn ich auf einem Siegeswagen bin, wir haben es ja vorhin schon gesehen, es ist ja auch ein Streitwagen, ne? Also Ramses zieht auf seinem Streitwagen in den Krieg. Es geht auch um Zerstörung, ja? Und es Ja. geht also nicht nur um Aufbruch, sondern ich breche auch auf, um etwas zu erreichen, etwas zu Genau. erzielen. Und das bedeutet unter Umständen, etwas auch zu vernichten, damit ich sozusagen mir Platz schaffen kann. Diese Ja, alles auf Sense. Sieg. Diese Sense ist so, was da könnte ich mir vorstellen, vielleicht mache ich mir damit einfach Platz. Ich schaffe mir einen neuen Raum. Ja, spannend. Und dass das eben aber hier als Frau auch dargestellt wird, da gehst du davon aus, dass das wahrscheinlich so die Siegesgöttin in einem dieser Aspekte ist, ne?
Ja. Also ich sehe das nicht als eine normale Frau. Gut, nun wurden diese Karten für eine Hochzeit gemalt zwischen Visconti und Sforza, den beiden Geschlechtern. Und es könnte sein, dass man da die Braut mit ehren wollte. Aber dazu wissen wir zu wenig über dieses Deck. Ich habe jetzt hier was Modernes mitgebracht. Du erzählst sicherlich gerne, wer das verfasst hat. Christopher, kannst du es noch immer nicht? Das ist der Künstler Robert M. Place. Rabbit and Place. Und der hat natürlich, ihr kennt es, wer jetzt unsere Serie schon ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass wir immer ein Beispiel aus seinen Decks bringen, die sehr stark sich auf Alchemie fokussieren. Und ich fand jetzt mal das Bild, das auf meiner Seite zu sehen ist, auf der rechten Seite, da finden wir das Wort Sublimatio oder Sublimation, das ist ein Akt oder ein Prozess im Rahmen der Alchemie. Da sehen wir eben einen aufsteigenden Wagen, wir sehen einen eher so einen Streitwagen, wie ihn vielleicht die Römer gehabt haben. Und die Symbole, die drumherum sind, das sind die Symbole für Salz, Schwefel und Mercurius, also Quecksilber, die eigentlich die drei Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig verkörpern. Also Sublimierung ist ja so ein Verfeinerungsprozess und ja, offensichtlich eine, der viel Dynamik braucht. So interpretiere ich das, wie das hier dargestellt wird. Auch hier Robert M. Place verwendet wieder das weiße und das rote Pferd als Symbol, das ja eher, später werden wir auch weiß und schwarz sehen, wo deutlich hell und dunkel ist. Weiß und rot ist in der Alchemie sozusagen die Farben der Polarität. Weiß eher das Silberne, ja, des Mondes und rot das Feurige der Sonne. Da ist also nicht so von hell und dunkel die Rede. Das ist, hier sind da die Farben anders zu bewerten. Und spannend finde ich aber seine Interpretation des Wagens auf der Kirsten zugewandten Seite. Da sehen wir ihn nämlich von hinten. Und ja, er steuert auf. Erst dachte ich, das ist aus dem After-Tarot. Dieses, das gibt's, da gibt es doch eins, ne? Das, wo immer die nächstes, was passiert na, danach abgebildet wird. Aber das ist tatsächlich hier, hat er sich ganz bewusst dafür entschieden, den Wagen von uns davon galoppieren zu sehen. Ne? Ja, oder wir sehen zum ersten Mal, oder das ist, glaube ich, wirklich die einzige Darstellung, die ich so kenne vom Wagen, ein Ziel, woraufhin er zusteuert. Du meinst das Vice Versa Tarot, glaube ich, nicht Ja, das kann sein, After ja. Tarot. Und das ist natürlich spannend, weil er reitet ja quasi auf so eine, entweder auf seinen Stern zu, ne, seinen Leitstern, oder aber auch auf seine Sonne. Und beides passt sehr gut, weil beim Wagen geht es ja oft darum, der eigenen Berufung zu folgen, der eigenen Leidenschaft zu folgen, oder aber sich besser kennenzulernen. Der Wagen wird auch gerne mit der Geschichte von Ödipus in Verbindung gebracht. Ah ja. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, glaube ich. Okay. Florian bemerkt an, dass es ein bisschen dem Sternbild ähnelt, das bei uns ja nicht der große Bär heißt. Das ist auch als großer Bär bekannt, aber wir nennen es auch den großen Wagen. Möglicherweise gibt es da natürlich Zusammenhänge mit den Sternbildern. Ja. Ja. Interessant einfach auch hier die Pose, finde ich, dieses Wagenlenkers. Ne? Der ist ja so gar nicht zentriert, der. So, als ob er gerade gucken würde. Also, er ist vielleicht fast, wirkt es, ob er fast zu klein wäre, um zwischen seinen beiden Pferden das Ziel zu visieren. Er muss sich so voll auf seine Pferde verlassen, die ihn Und sich jetzt auch darauf dahin galoppieren. konzentrieren, eben Ja. die zusammenzuhalten. Und das ist die Aufgabe des Ja, Wagens, also ne? diese Balance zwischen diesen beiden Kräften immer aufrechtzuerhalten. Deswegen hat er vielleicht auch die Waage oben links als astrologische Entsprechung dazu geführt. Dann da geht es ja um Balance, um Ausgleich und Gleichgewicht. Was ja jetzt Ganz genau. üblicherweise im Tarot jetzt keine Waagekarte wäre. Ne? Nee, das sind die Liebenden, nicht die Liebenden, Verzeihung, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Kommen wir zu den beiden Klassikern, die wahrscheinlich den meisten von euch vertraut sein werden. Einmal auf der Kirsten zugewandten Seite Crawley Harris und auf der mir zugewandten Seite Wade Smith. Und
Die beiden Karten sind sehr unterschiedlich, ja, obwohl sie einem ähnlichen Substrat entsprungen sind, würde ich mal sagen. Ja, also wir müssen immer bedenken, dass zwischen der Entstehung dieser Karten 30 Jahre ungefähr liegen. Ne? Sind es 30 Jahre? Na, eher 20, ja doch fast 30 Jahre. Und die Waite-Karte, die ältere ist, gedruckt 1909, die ist ja nochmal ganz anders als die dann doch sehr dramatische Karte aus den 40er Jahren. Und bei Waite sehen wir jetzt halt sehr stark die Symbolik dieses Kindes der Eltern. Wir sehen im Hintergrund eine fertige Stadt. Wenn ihr euch an das Bild vom Herrscher erinnert, das wir auch von Waite hatten, da sehen wir halt im Hintergrund so eine Steinwüste. Diese Stadt ist inzwischen aus dieser Steinwüste entstanden. Wir sehen einen Fluss, der zwischen dem Wagen und der Stadt ist. Ein Fluss ist immer ein Symbol dafür, dass man in einen anderen Zustand gegangen ist oder etwas hinter sich gebracht hat. Ne? Und dann sehen wir diesen Wagen, der halt sehr stark die Symbolik wieder der Mutter hat, oberhalb ein Sternenbaldachin, der an die Sternenkrone der Herrscherin erinnert. Sie hat auch so einen Stern auf, wie die Mutter. Figur, die Herrscherin, gleichzeitig erinnert dieser Stern wieder an den Leitstern, den er folgen möchte. Er hat wieder diese Monde auf den Schultern. Er hat einen Gürtel, der sein ganzes Horoskop quasi darstellt, weil er mit den ganzen Tierkreiszeichen besetzt ist. Diverse merkurische Symbole aus verschiedenen Kulturen sind auch zu finden. Und dann ist er eingemauert in ein Quadrat. Da kommen wir natürlich in diese freimaurerische Thematik, in den Kubus, in dem er drinsteht. Das ist der Vater, die Gesetze des Vaters, die ihn festhalten sozusagen, während der Baldachin ja dieses Dreieck, die Zahl 3 symbolisiert. Und er hat keine Zügel, die ihn mit diesen jetzt Sphinxen verbinden. Wir sind jetzt bei den Wundertieren gelandet. Und die Sphinxen, die tun auch nicht wirklich was. Und das ist etwas, was er gemein hat mit dem Crawley-Wagen. Ne? Auch da sitzen jetzt vier wunderliche Tiere, die nicht reine Sphinxen sind, sondern eine Durchmischung der verschiedenen Elemente. Und auch hier sehen wir, dass da keine Verbindung zwischen Wagenlenker und diesen Tieren ist. Bei der Crawley-Variante sehen wir aber deutlicher, dass da eine Bewegung ist. Ne? Ich muss immer an den Film, schon wieder beim Film, verzeiht, oder der Serie Time Tunnel denken, wo im Vorspann immer so durch diesen Zeittunnel rauschen. Das war eine ziemlich geile Serie der 60er Jahre. Und bei beiden Karten geht es darum, dass wir nicht mit Kraft, also mit Muskelschmalz die Dinge voranbringen, sondern dass wir Kraft unserer Gedanken, und das sehen wir besonders gut auf der Crawley-Karte, die Dinge in Bewegung setzen. Der sitzt ja in einer Meditationspose auf der Crawley-Karte, eine, die Crawley selbst auch gerne eingenommen hat. Und sein Wagen, sein Lenkrad, wenn wir es uns genau angucken, ist ein Kelch, der zu uns gewandt ist, der spielt auf den Heiligen Gral an, dieser Kelch. Und es geht darum, diesen Kelch in Bewegung zu setzen und das Blut Christi, wie Crawley es schreibt, herausschießen zu lassen, um zur Berufung zu finden. Das habe ich, glaube ich, genug über diese beiden Karten gesagt. Ja, also das war jetzt sehr umfassend. Vielen Dank. Ich versuche es mal, die eine oder andere Sequenz noch mal aufzugreifen. Wir finden ja auch bei der Wade-Smith-Darstellung eine Art Wappen. Dort finden wir ein Yoni, wie heißt das, Yoni Lingam oder so ähnlich. Ja, nun Lingam. Yoni Lingam, also einen Stab, der eine Scheibe durchstößt, was natürlich ein ganz klar sexuelle Konnotation hat. Aber auch die geflügelte Scheibe. Das ist ja vielleicht das, was dann Crowley dazu motivierte, eher an den Gral zu. Ich glaube, dass das die Entsprechung dazu ist, oder kann man das sagen? Also ich glaube nicht, dass sich Crawley in irgendeiner Weise von Waite motiviert fühlte. Gut, das waren persönliche Themen. Aber
ich denke auch mal, der Kelch ist natürlich das weibliche Symbol, ne? Und das Blut darin könnte natürlich das männliche Symbol dazu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, dass das sozusagen diese Kombination, also das ist ja jetzt nun in der Originalvariante, ob das nun Marseille ist oder Visconti oder andere ältere Formen, nicht so das Thema. Also da haben wir keinen erotischen Aspekt, oder? Nein, also es ist hier halt für mich aber auch wirklich die Anspielung auf diese Verbindung Vater-Mutter. Und daraus entsteht etwas. Gleichzeitig ist der Wagen natürlich auch ein sehr potenter Mensch. Der Wagenlenker, der steht auch für Potenz, für die Kraft der Jugend, für die Dynamik, die man rauslässt in der Zeit der Jugend und die Fehler, die man dadurch auch begeht. Interessant vor allen Dingen, dass die Sphinxen gerade bei Wade Smith doch sehr entspannt sind, also so gar nicht vorhaben, meint man jetzt hier vorwärts zu gehen. Auch interessant, das fällt mir zum ersten Mal so richtig auf, der ist ja da wie in Beton gegossen, ne? Dieser Wagenlenker bei Wade Smith in den Kubus, der natürlich in der Freimaurerei für die Arbeit an sich selbst steht. Also hier wird das Ganze doch auf eine sehr geistige Ebene gehoben, ne? Während wir vorher noch beim Wagenlenker fast die physische Dynamik gespürt haben, mit der er da vorwärts geht, haben wir hier einen, der da irgendwie, ja, quasi wie mit, wie nannte man das, mit den Betonfüßen bei der Mafia, wenn man da versenkt wurde. Ich weiß nicht, wie man es nannte, aber ich habe es bildhaft vor Weißt, wie mir. ich meine, also klassisch Morde. Mafia-Bestrafung. Mit Betonfüßen in Vendetta. Vendetta. Vendetta, ja. Also zumindest ist er da, aber er scheint ja nicht ganz unglücklich zu sein. Aber er ist auch Nein, irgendwie es symbolisiert abgeschnitten, er einfach, ist dass nicht er sich da. wie rausgehauen aus dem Stein, aber noch nicht fertig. Genau, er muss sich da, das ist seine Aufgabe jetzt, seinen eigenen Weg finden, sich selbst da raushauen und halt auch die Gesetze des Vaters vielleicht hinter sich lassen. Das ist jedenfalls meine Interpretation. Und es geht halt bei beiden Karten, wie du schon so richtig sagst, es geht darum, durch Kraft der Gedanken etwas zu bewerkstelligen und nicht so sehr durch tatsächliches Handeln. Da sind wir wieder beim magischen Denken, denn das waren ja Magiere, die diese Richtig. Karten entworfen haben. Ich finde auch schön, was hier Ilona schreibt. Sie sagt, dass der Wagen etwas mit Wagemut zu tun hat. Da hast du natürlich vollkommen recht. Man kann sich das wirklich ganz schön merken als Eselsbrücke, wenn man Karten lernt. Der Wagen, da geht es darum, etwas zu wagen. Also, das ist dann recht einfach. Und waghalsig passt auch gut dazu. Also ich denke mal, man merkt aber deutlich bei diesen beiden Karten, da wird sozusagen durch die okkultistische Tradition auch überformt. Da ist also etwas noch in die Figuren hineingekommen, das eigentlich dem, was wir vielleicht von der ursprünglichen Variante her wahrgenommen haben, sogar auch widerspricht. Also hier wird so eine geistige Dimension hineingepfercht. Ja, und die Sphinxen verweisen natürlich auch wieder auf das Rad, ne? Denn bei Crowley und bei Wade sehen wir dann eine Sphinx auf dem Rad des Schicksals. Und das ist halt auch das, was die Geschichte von Ödipus mit hineinbringt, der ja Vater und Mutter nicht kannte, seinen eigenen Vater aus Versehen erschlagen hat. Ihr kennt die Geschichte oder lest sie nach. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang, dass er das Rätsel der Sphinx gelöst hat. Das ist, was ist am Morgen, hat am Morgen 4 Beine, mittags 2 Beine und am Abend 3 Beine. Und das ist ja ein ganz bekanntes Rätsel, was man inzwischen auch so als in einer anderen Form erzählt. Und er hat also quasi dieses Rätsel gelöst. Und das ist halt auch etwas, was den Wagen ausmacht. Der Wagen stellt zum ersten Mal hier die Frage, wer bin ich eigentlich? Und macht sich danach auf die Suche. Ja, spannend. Schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier mal bewusst kontrastiert. Original und Kopie hätte ich jetzt fast gesagt, aber das wird natürlich der Lisa Stirl nicht gerecht. Es ist natürlich nicht einfach eine Kopie, sondern es ist eine doch sehr drastische Neudeutung, würde ich mal sagen. Da kommt auch zu Ja, deiner also Vespa wieder, ne? genau. Also ich hatte ja keine Vespa, sondern eine Simson aus Suhl. Aber die
Ich finde es gar nicht so drastisch. Ich finde es einfach in die neue Zeit übertragen. Wir denken, also ich denke dann an James Dean erstmal, wenn ich diese Karte sehe, auch wenn wir da eine Frau abgebildet sehen, der dieses Thema des jungen Rebellen, ne, das kommt da sehr gut durch, finde ich. Und warum nicht, das so darzustellen, oder? Du, absolut. Ich habe mich sogar fast mehr gefragt, warum sie den Sphinxen so Goldreifen um den Hals gelegt hat. Was ich an der Karte von Lisa Stirl, das entstammt ja dem Modern Witch Tarot, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, wie nun diese junge Frau auf ihrem Motorrad sitzt und das Ganze so super in Balance hat, obwohl es eigentlich schräg steht. Also da Ja. ist dieser Gedanke, Kontrolle über das zu haben, die PS und die da unter meiner Haube sitzen, die muss ich auch beherrschen können. Ja, und sie wirkt sehr entschlossen, dass sie das kann. Ja. Ja. Warum sie einen Zauberstab in der Hand hält, weiß ich nicht. Ist das die Anspielung auf das Zepter? Ich würde sagen, es ist eine Anspielung auf den Magier. Oder die Magierin in ihrem Falle, weil die beiden Karten haben schon viel miteinander von der Dynamik zu tun. Alleine dadurch, dass der Magier mit Merkur verbunden ist, der auch der Gott des Reisens ist und wir hier auch oft, also einfach merkurische Symbole haben. Ja, spannend. Nochmal zwei eher Außenseiter-Tarots, die vielleicht nicht so bekannt sind, zu Recht oder zu Unrecht, das müssen andere entscheiden. Wir sehen auf der mir zugewandten Seite das Röhricht-Tarot, Kirstens und Roes Lieblingstarot, wie ich jetzt mittlerweile weiß. Ja, also es ist vor 20 Jahren war es mein Lieblingstarot. Es hat sich auch bei mir ein bisschen was verändert. Aber es Ah. ist ein sehr wichtiges Tarot auf Ja, jeden genau. Ihr Fall habt ein Buch für drüber mich. geschrieben auch. Also Genau, insofern genau. seid ihr ihm sehr verbunden, würde ich Wir sind sagen. ihm sehr verbunden, das auf jeden Fall. Und es ist halt eines der ersten Decks. Ich glaube, so viele Decks gibt es auch sonst nicht, die das mit einem Rennwagen in Verbindung gebracht haben, den Wagen. Was sehr passend ist, auch wenn ich persönlich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, gedacht habe, was soll denn der Kack? Aber es hat genau diese Dynamik und ich finde es auch sehr gut, diesen Helm zu sehen, diesen leeren Helm, in dem so ein Stern aufleuchtet. Das ist immer wieder im Röhricht-Tarot ein Motiv, dass so leere Objekte mit einem Stern gefüllt werden. Also da sehen wir auch diese Frage, wer bin ich denn überhaupt? Was gilt es in meinem Leben zu füllen und dafür muss ich jetzt alle Kraft zusammennehmen und auf etwas Bestimmtes zusteuern. Also man könnte sagen, der Stern ist der Leitstern auch, also der Stern, auf den ich mich ausrichte. Ja. Wir sehen hier auch nochmal den Krebs als zugeordnetes Tierkreiszeichen. Das ist für mich, finde ich, immer wieder ein bisschen schwieriger. Allerdings ist das, wenn wir das nochmal bei Crowley und Waite anschauen. Da wird ja, der Krebs ist ja ein kardinales Zeichen, was ja auf eine gewisse Dynamik und Impuls hinschließen lässt. Auf der anderen Seite ist natürlich par excellence ein eher passives Zeichen. Also das, was hier eben ist, der Wagen könnte losfahren, tut's aber nicht, ja. Nein, der Wagen fährt los. Er ist in Bewegung, aber wir nehmen es nicht wahr. Ah, okay. Das meine ich mit diesem Zeittunnel. Und macht es Kraft der Imagination. Und das ist Okay. Krebs. Und das ist der Krebs. Also das heißt, die starke Vorstellung von etwas bewegt bereits. Ja? Ja. Da sind wir natürlich ganz klar im magischen Denken. Ne? Also das Genau. ist, ja, also ich muss es mir nur vorstellen und schon setze ich den Keim, zumindest den Keim, dass es Wirklichkeit werden kann. Genau, und diese Krebszuordnung, die stammt ja auch aus dem Golden Dawn. Also Ah, das ist okay. ja Leute wie Röhricht, die jetzt einfach was übernommen haben von anderen. Ich weiß nicht, ob Röhricht tatsächlich sich so ganz tief mit diesen Dingen befasst hat. Die übernehmen dann halt das, was schon da ist. Okay. Und das wird Wir ja auch meistens weiterhin verbreitet, diese Zuordnungen machen wir ja auch. Aber ich bin immer der Ansicht, man soll sich seine eigenen Zuordnungen auch bilden und für mich ist der Wagen ein marsisches Symbol. Ja. Ich finde, auch von Glahn ist das dir zugewandte Tarot-Deck.
könnte man natürlich jetzt sehr, sehr viel noch dazu sagen, auch zu Glan. Ich glaube, das schenken wir uns und erinnern bei dieser Karte nur dran, dass hier natürlich die ägyptische Vision, Ramses II. Auf dem Streitwagen und so weiter, kommt wieder vor. Da kommt es wieder vor. Die Sphinxen hat er natürlich aufgegriffen, aber er hat sich auf ägyptische Symbolik bezogen. Ja. Ja, zuletzt habe ich hier diese beiden, die etwas, das eine, das mir zugewandte, da könnte man sagen, ja, da haben wir auf einmal jetzt die Frau, die fertig ist das Druidcraft-Tarot, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und klar, das könnte die Keltenkriegerin Boudica sein, die da nun gegen die Usurpatoren, gegen die bösen Herrscher ankämpft. Die Kelten, ich finde es total klasse, wie das dargestellt ist. Ne? Das ist so, wie wir eben gerade den Ben-Hur-Wagen gesehen haben. Also da wird wirklich über uns rüber geritten. Ne? Und du hast ja vorhin dieses Opferthema angesagt, dass die Leute unter den Wagen geworfen haben, um sich jemanden, also einer Gottheit zu opfern. Aber vielleicht ist es so, wenn die uns überrennt, dass wir tatsächlich was von ihrer Kraft abbekommen, wenn wir es denn überleben. Also wenn wir das aus dieser Perspektive im Original sehen, dann sind wir eigentlich schon unter den Rädern gleich. Also so nah, wie das hier dargestellt wird. Ist aber eine ganz andere Darstellung als jetzt Crowley und Wade, wo wir so eine vergeistigte Pose haben. Crowley übertreibt das ja noch, indem er einen Mann in Ritterrüstung in einer Yoga, in einen Lotussitz setzt, was ja de facto nicht möglich ist. Also hier ist es wieder die unbändige Kraft, die sich sozusagen Bahn bricht, da kehrt, also zumindest der Künstler des Druidcraft oder die Künstlerin, ich weiß gar nicht, wer das ist, zu etwas älteren. Will Worthington heißt er. Okay, sag's nochmal bitte. Will Worthington. Okay, also ein Mann. Ja. Und daneben, auf deiner Seite, das musst du erklären, das konnte ich nicht zuordnen. Das ist das Tarot der 78 Pforten, das hatten wir letztes Mal auch schon, ne, wo jede Karte als ein Türöffner gesehen wird, was ja auch der Sinn der Tarotkarten auf der spirituellen Ebene ist. Und ich fand es einfach lustig. Ne? Da sind wir wieder praktisch, schließt sich der Kreis. Ich weiß gar nicht, ob das ein Porsche ist oder nicht, aber diese Rockstar-Attitüde, ich finde, die passt auch sehr schön zum Wagen. Und die Groupies, die zujubeln. Genau, also ein Wagen, der lässt sich auch schon gerne bewundern, ne, und hat auch was, also Pionier ist ja auch ein Stichwort des Wagens. Passt. Ja, und gleichzeitig erinnert es auch ein bisschen an schon alte mythische Themen, die mit dem Wagen in Verbindung gebracht werden, wie Phaeton, der den Wagen seines Vaters nutzt und sozusagen es nicht unter Kontrolle hat und dann sozusagen vom Himmel stürzt. Ja, also der Sturz ist immer mit drin, hast du es nicht unter Kontrolle. Ist ja beim, wenn ich Popstar bin oder in irgendeiner Form. Das ist ja, denn solange sie mich lieben, jubeln sie mir zu. Wenn ich aber im Licht der Öffentlichkeit stehe und einen Fehler mache, dann bin ich ganz schnell ganz weit unten und dann komme ich eben unter die Räder. Ja. Dann sitze ich nicht mehr oben drauf. Wie Ilona das schreibt. Ja, und ich mich erinnert es jetzt so ganz spontan sogar noch an einen sehr berühmten Wagen, nämlich den Wagen, den der Papst oft benutzt hatte. Noch Johannes Paul II. Hat doch so einen komischen Wagen gehabt, immer mit dem Papamobil. Das Papamobil. Und dass er eingeführt wurde, als er einmal durch ein Attentat fast ums Leben kam. Ne? Also das heißt, je herausgehobener ich bin, umso mehr bin ich auch Zielscheibe. Das ist vielleicht auch ein Nebenaspekt dieser Wagenattitüde. Ja. Ja. Sehr schön. Wir sind am Ende angekommen, der Präsentation zumindest. Und freue mich sehr. War für mich jetzt sehr, sehr spannend. Das ist so eine Karte, die bei mir immer viele, viele Fragen noch aufwirft. Und einige konnten sich jetzt auch ein bisschen klären. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Schreibt doch einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr ein Abonnement da lasst, dann sowieso. In jedem Fall freuen wir uns schon auf das nächste Mal im Tarotgarten. Das ist dann wieder in 14 Tagen. Da haben wir wieder... Orakeln wir heute nicht? Was machen wir? Orakeln wir heute nicht? Oh Gottes Willen. Meinem jugendlichen, wagenhaften Leichtsinn habe ich das völlig vergessen. Um Gottes Willen. Bleibt bitte noch alle an den Bildschirmen. Es gibt noch ein Orakel.
Liebe Kirsten, vielen Dank. Gern geschehen. Was bin ich Was nur bist du für eigentlich ein für eine Wesenskarte, Gastgeber? Christopher? Hm? Was bist du denn für eine Wesenskarte? Bin die Hohepriesterin. Ah. Ach dir, dann, das erklärt sich ja alles. Also zumindest glaube ich das. Ich habe das so ausgerechnet, wie du gesagt Musst hast, wie man das du noch, ja, ausrechnet. musst du dann einfach richtig rechnen. Und da haben wir natürlich auch einen Bezug. Hohepriesterin Mond, Wagen Krebs, ne? Ganz interessant. Genau, also was machen wir heute mal einfach Fokus auf eure persönlichen Themen, ne? Genau, und ich. Wie findest du deine Wesenskarte heraus, Christine? Geh bitte auf den YouTube-Kanal der Mantika. Da haben wir gerade 4 Videos zu dem Thema gemacht. Und das Erste, glaube ich, das ihr gemacht habt, ist über das, wie ihr man die Wesenskarte im Rahmen der großen Arkana herausfindet. Genau, also wir haben die auch richtig beschriftet. Ich glaube, es ist das zweite Video, weil das hatten wir schon mal gemacht. Das war dann verschwunden und Ah, dann haben okay. wir es nochmal Den gemacht. Link findet ihr auch in der Infobox oder in den Das Show Notes. Da findet genau. ihr den Link zu dem Mantika-Kanal. So, also für euch alle da draußen, ne, Fokus, es öffnet sich jetzt ja alles, Orgien finden statt, des Treffens und wir kommen alle wieder in Bewegung angeblich jetzt. Nehmt euch was vor, was ihr umsetzen wollt, und wir ziehen euch jetzt eine Karte dazu, wie ihr das am besten tun könnt. Stimmt, Entweder nehmt ihr die. pünktlich, wenn wir uns mit dem Wagen beschäftigen, kommt was in Bewegung. Ne? Ganz genau. Also ich Denkt werde euch mit jetzt, nehmt dem euch Deck entweder den von. Christopher oder mich. Der Christopher nimmt das Brady-Tarot, habe ich schon gesehen. Ich Ja. nehme das Lifeline-Tarot. Und Kirstens neues Lieblingstarot. ja, es gehört mit zu denen, die ich wirklich sehr klasse finde. Hast ja mit dem Autor des Tarots auch ein sehr schönes Interview geführt. Das Ja. ist auf dem YouTube-Kanal des Tarotverbands zu finden, ne? Stimmt's? Ganz genau. Wie hieß der? Thomas the Hermit. Ah, genau. Fand ich sehr interessant. Also Ja, ich mir fand ihn persönlich auch gefällt es cool. jetzt nicht so gut, aber eigentlich aus ästhetischen Gründen mehr. Aber das, was er dazu erzählt hat und wie er dazu gekommen ist und warum er das so macht, das finde ich Ja. schon sehr extraordinär. Ihr dürft euch also jetzt Kirsten und oder Christopher aussuchen für eure Fragestellung. Und ich ziehe jetzt schon mal eine Karte. Ich habe auch schon eine gezogen. Eine gezogen. Du bist ja wieder flott heute. Oh. Ich fange einfach schon mal an, während der Christopher sich noch freut über seine Karte. Ich hoffe, man sieht es. Schwer. Doch, So, jetzt halt. ich habe den Hohepriester für euch gezogen. Der Hohepriester ist einfach eine Antwort, die sagt, egal was du gerade da draußen planst und umsetzen willst, vertraue darauf, dass das, was du erreichen möchtest, so wie es du es erreichen möchtest, in Erfüllung geht und dann wird die es erfüllt werden. Eventuell brauchst du noch Hilfe von außen, einen Coach oder irgendjemanden, der dir noch einen Impuls gibt, aber du bist exakt auf dem richtigen Weg. Halte dich an die Prämissen des Wagens, fokussieren aufs Ziel und los und dann erreichst du es. Ja, ich habe die Liebenden aus dem Brady Tarot gezogen, The Lovers. Wir sehen typisch für Brady Tarot natürlich Tierdarstellungen und durch den hohen Grünfaktor in den Karten schillert das so ein bisschen transparent. Das sind die Grünfarben, die hier rausgefiltert werden. Und wir sehen zwei Kraniche in ihrem Balztanz und darüber erhebt sich so eine Art Adler. Ja, oder ist es ein Adler, der darüber ist? Das Ganze erinnert natürlich an das Rider-Waite-Tarot, Waite-Smith-Tarot, das jetzt hier in die Tierwelt umgesetzt wird. Ich würde mal sagen, ja, diese Karte deutet an, zumindest ist das das, was auch Emmy Brady zu dieser Karte sagt. Es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft. Es geht darum, Gegensätze zu verbinden miteinander. Es geht um wilden Überschwang, Partnerschaft und vor allen Dingen, wenn es darum geht, Partnerschaft zu finden und sich auf die Suche nach Partnerschaft zu begeben. Ich persönlich sehe das nicht unbedingt immer nur im Liebessinne, sondern auch vielleicht neue,
Partnerschaften einzugehen, auch im Sinne von, könnte auch durchaus beruflich oder geschäftlich sein, ja. Und aber eben auch, dass es dass natürlich auch hier eine Art Aufbruchstimmung entsteht dadurch. Ne? Das ist so wie Frühlingsgefühle vielleicht eher. Ne? So würde ich jetzt mal sagen, an dieser Stelle verspricht uns das diese Karte hier. Schön. Ja, vielleicht könnt ihr was damit anfangen, mit diesen Inspirationen. Und ich würde sagen, jetzt darf ich mich von dir, liebe Kirsten, verabschieden. Vielen, vielen herzlichen Dank für die wunderbaren, vielfältigen Informationen, wie immer. Und ihr da draußen natürlich, ich danke euch auch, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, allen Müttern noch einmal einen wundervollen Muttertag, egal wie ihr ihn verbringt. Wir denken an euch und freuen uns darauf, dass wir uns bald wiedersehen in 14 Tagen. Jetzt kann ich es ankündigen, haben wir wieder den Tarotgarten. Schaut einfach nach, wie das in den Kalendern ist. Auf der Geheimnisakademie-Seite findet ihr übrigens auch einen Kalender, in dem ich die Termine eintrage. Und ansonsten, ja, Kirsten, du bist heute nochmal zu sehen, das weiß ich. Genau, ich bin heute wieder wie üblich um 16 Uhr, ich mache das jetzt immer um 16 Uhr, mit meinem Wochentaroskop unterwegs. Und morgen gibt es das Neumond, den Neumondimpuls. Genau, auf dem Kanal der Mantika zu finden und auf dem Schwesterkanal von Geheimnisakademie Phönix Astrologie gibt es heute wieder ein Mystery-Horoskop. Und damit soll es das erstmal gewesen sein. Euch einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die Woche. Ganz genau. Kann ich was sagen?